Greta und die Giraffensprache von Sabine Wittemeyer. Viertens, die Geschichte über das schlechte Gewissen. Wim, schau mal da drüben, sagt Wilma und zeigt mit ihrer Pfote auf einen erdfarbenen Turm, der ganz in der Nähe in die Höhe ragt. Das sollen wir uns genauer ansehen, sagt der neugierige Wolfsjunge und läuft los. Wilma folgt ihrem Bruder. Das Ding ist ja riesig, meint sie und blickt staunend in die Höhe. Vorsicht, ruft Wim. Als das Wolfsmädchen sich umdreht, fliegt ein kleiner Stein knapp an ihr vorbei. Hey, was soll das? Schimpft sie. Begeistert schlägt Wim vor. Wer den Turm zuerst mit einem Stein trifft, hat gewonnen. Gute Idee, findet seine Schwester. Eifrig suchen die beiden einige Steine zusammen und legen sie nicht weit vom Turm entfernt ab. Wim zieht mit der Nase eine Linie in den feinen Sand und erklärt, von hier geht's los, du darfst anfangen. Wilma nimmt vorsichtig einen Stein ins Maul und schleudert ihn durch eine schwingende Bewegung des Kopfes bis auf ihre Pfote. Aua! Das war wohl nichts, meint Wim lachend. So geht das. Der Wolf kratzt eine kleine Mulde in den Sand, schubst mit der Nase einen Stein hinein, dreht sich um und schießt ihn mit der Hinterpfote davon. Volltreffer gewonnen, ruft er freudig strahlend. Guck dir das Loch an, Wilma. Wim läuft zum Turm und wirft neugierig einen Blick durch die Öffnung, die der Stein hinterlassen hat. Plötzlich kommt eine Horde klitzekleiner Krabbeltiere aus dem Loch hervor und umzingelt die vor Schreck starr stehenden Wolfskinder. Warum macht ihr unser Haus kaputt? Fragen sie verärgert. Wilma antwortet spöttisch. Das ist doch kein Haus, das ist ein großer Haufen aus Sand. Die gelbweißen Insekten erklären, es hat viel Zeit und Mühe gekostet, unseren Termitenhügel zu errichten. Für mich war es ganz leicht, euer Turm zu zerstören, erwidert Wilma gleichgültig. Die kleinen Krabbler sind entsetzt und rufen, verschwindet, lasst uns in Ruhe. Einige der Insekten kneifen immer wieder in die pelzigen Pfoten der Wölfe, andere bespritzen sie mit einer klebrigen Flüssigkeit. Voller Panik springen Wim und Wilma über die wütenden Termiten hinweg und laufen schnell davon. Mit jedem Schritt spüren die beiden einen immer stärker werdenden brennenden Schmerz in ihren Pfoten. Langsam humpelnd erreichen sie schließlich die Akazienbäume, an denen die Giraffenherde gerade genüsslich frisst. Sie taumeln auf Greta zu und lassen sich erschöpft vor ihr in den Schatten fallen. Die weiße Giraffin fragt besorgt, was ist los? Wim verzieht vor Schmerz sein Gesicht und antwortet, unsere Pfoten tun so weh. Greta hinterfragt in ernstem Ton, was ist passiert? Ihr müsst mir die Wahrheit sagen, sonst kann ich euch nicht helfen. Die Wolfsmädchen geben sich einen Ruck und sie schnauft. Wir waren bei einem riesengroßen Turm aus Sand. Plötzlich kamen kleine gelb-weiße Krabbeltiere heraus. Die haben uns in die Pfoten gezwickt und klebriges Zeug ins Fell gespritzt. Greta nickt verständnisvoll und meint, das hört sich nach Termitengift an. Wir müssen eure Pfoten so schnell wie möglich abwaschen. Die Giraffe wirft einen suchenden Blick in die Höhe und ruft, Gonzo, wir brauchen Wasser dringend. Der Geier schwingt sich in die Luft und verschwindet. Kurze Zeit später kommt er auf dem Rücken eines Elefanten sitzend zurück. Mit den Worten, ich habe gehört, ihr wird eine Dusche gebraucht. Spritzt der graue Riese Wasser aus seinem Rüssel über die angegriffenen Pfoten der kleinen Wölfe. Erleichtert über den allmählich nachlassenden Schmerz stehen die beiden langsam auf. Wim schlägt seiner Schwester vor. Los, jetzt nehmen wir noch ein ausgiebiges Bad im Wasserloch. Aber die Giraffe hält die Wolfskinder zurück. Erst gehen wir gemeinsam zum Termitenhügel. Wilma stellt fest, ich denke, Greta hat recht. Wir sollten mit den Termiten sprechen. Schließlich sind wir nicht unschuldig daran, dass sie uns angegriffen haben. Als die drei den großen Turm aus Sand erreichen, herrscht dort ein emsiges Treiben. Unzählige kleine Termiten flitzen in direkter Nähe zum Turm hin und her. Andere stehen beschützend um sie herum und beobachten die Umgebung. Die Giraffe verschafft sich einen Überblick und schaut die Wolfskinder entsetzt an. Wim erklärt kleinlaut, es hat Spaß gemacht, mit Steinen zu werfen. Wir wussten doch nicht, dass in dem Turm jemand wohnt. Greta hält ausreichend Abstand von der wuseligen Menge, um keinen der flinken Krabbler zu zertreten.
Sie senkt ihren langen Hals, bis ihr Kopf vor das Loch im Termitenhügel reicht und ruft hinein, »Königin Thea!« Eine Termite, die viel größer ist als die anderen, kommt aus der Öffnung hervorgekrabbelt und ruft erschüttert, »Das ist eine Katastrophe! Es wird meiner Arbeiterin viel Zeit und Kraft kosten, den Schaden zu reparieren.« Traurig fügt sie hinzu, »Ich mache mir große Sorgen, denn in dieser Zeit besteht Lebensgefahr für mein Volk.« »Lebensgefahr?« hinterfragt Wilma besorgt. Thea erklärt verzweifelt, »Das Loch beeinflusst die Temperatur in unserer Behausung. Wenn wir den Schaden nicht so schnell wie möglich reparieren, können wir bald nicht mehr an diesem Termitenhügel wohnen. Außerdem hat unser größter Feind, der Ameisenbär, es nun besonders leicht, uns zu fressen. Die Angst, jemandem hilflos ausgeliefert zu sein, kennt die Wölfin. Deswegen kann sie die Sorge der Königin gut verstehen. Eine Termite, die zur Absicherung direkt vor den drei Vierbeinern Stellung genommen hat, ergänzt Theas Worte verärgert. »Ihr habt unser Bau angegriffen. Es ist meine Aufgabe, das Volk vor jeder Gefahr zu schützen und gegen Feinde zu verteidigen. Einige mutige Kameraden haben ihr Leben gelassen, um euch in die Flucht zu schlagen.« »Warum?« fragt das Wolfsmädchen sichtlich betroffen. »Eine Termite stirbt, nachdem sie ihr Gift verspritzt hat.« Wilma ist schockiert. Eine große Traurigkeit überkommt sie. Aus ihren braunen, gelben Augen kullern dicke Tränen. Sprachlos blickt sie ihren Bruder an. Wim spürt, wie sich ein dicker Kloß in seinem Hals ausbreitet. Sein Herz pocht immer schneller. Im Bauch grummelt und schmerzt es ein wenig. In seinem Kopf kreisen tausend Gedanken. Eine innere Stimme sagt ihm, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Beschämt stellt der kleine Wolf fest, »Als dir die Idee zum Steinewerfen kam, war ich voller Vorfreude. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was für Folgen unser Handeln haben könnte. Ich wollte euch nichts Böses tun, es tut mir so leid.« Wilma, die immer noch weint, sagt schluchzend, »Ich bitte auch um Entschuldigung. Was wir getan haben, war...« Mehr kommt das in Tränen aufgelöste Wolfsmädchen nicht heraus. Ihr Bruder, der immer noch mit seinen sorgenvollen Gedanken kämpft, bietet den Termiten leise an. »Wir werden euch helfen, den Schaden in Ordnung zu bringen. Was können wir tun?« Thea schenkt den Wölfen ein hoffnungsloses Lächeln. »Ich nehme die Entschuldigung und eure Hilfe gern an. Wenn das Baumaterial nicht erst mühsam rangeschafft werden muss, ist das eine zeitsparende Erleichterung für meine Arbeiterin. Ich hoffe, wer so zielgenau mit Steinen schießt, kann auch gut mit Sand werfen.« Wim versteht sofort, worauf Thea hinaus möchte. Er gibt seiner Schwester einen auffordernden Schubs. »Los, Wilma! Wer am meisten Sand in das Loch befördert, hat gewonnen.« Mit einem zaghaften Lächeln wischt sich die Wölfin die Tränen aus dem Gesicht. Die Wolfskinder beziehen Stellung hinter der vorn von Wim gezogenen Linie. »Bitte alle zur Seite treten«, fordert der kleine Wolf auf. Als sich alle Termiten in den Hügel zurückgezogen haben, schleudern die beiden mit ihren Hinterpfoten so lange Sand in Richtung Termitenhügel, bis Thea ruft. »Stopp, das reicht. Jetzt können meine Arbeiterinnen den Sand verarbeiten und unser Zuhause schnell reparieren.« In der untergehenden Sonne beobachten nun zwei Wölfe und eine Giraffe, wie sich die unerwünschte Öffnung im Termitenhügel Sandkorn für Sandkorn wie von Sauberhand verschließt. Wilma stellt erleichtert fest, »Ich bin froh, dass wir den Termiten helfen konnten, aber die Traurigkeit darüber, was wir ihnen angetan haben, spüre ich immer noch.« Wim bemerkt, mein Bauchweh und die meisten blöden Gedanken sind weg. Greta bestätigt, eigene Fehler einzusehen und in Ordnung zu bringen, ist die beste Medizin gegen ein schlechtes Gewissen. Um unangenehme Gefühle und Gedanken zu überwinden, braucht man jemanden zum Reden und Zeit. »Ich bin für euch da«,